Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Reaction Video von mir. Wir schauen uns heute das erste Mal ein Video von Love Anna an. Ich denke, jeder von euch wird sie kennen. Und zwar hat sie ein Video hochgeladen. Ich schätze Montes Schmucksammlung. Wer soll da denn drauf reagieren, wenn nicht ich, Leute? Der Schätzboss ist natürlich auch wieder gefragt. Ja, ich werde natürlich meinen Schätzboss-Titel verteidigen müssen. Mal sehen, ob ich den an Anna abgeben muss oder ob ich den behalte. Ja, wir schauen rein. Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Okay, bisschen laut, glaube ich. So. Heute wieder mit dem super gut gelauten, motivierten Marcel. Ich wollte gerade sagen, Monte ist ja sehr motiviert. Nicht einfach. Das kannst du direkt knicken. Wolltest du, dass du wieder in meinem Video bist? Ja, ich hab dir selber vorgeschlagen. Habt ihr das? Ehrenmann. Der Hund legt mir so auf den Sack. Ich hoffe, alle haben das gehört, dass du das gesagt hast, dass du es selber vorgeschlagen hast. Das ist eine coole Idee und die machen wir heute. Ich bewerte deine Schmucksammlung. Bewerten oder schätzen ist die Frage. Ja. Weil ich kenne ja auch gar nicht alle von seinen Sachen, nur ein paar und manchmal, was ich bei Instagram sehe und das, was du mir zeigst, wenn ich dir zuhöre oder auch gerade nicht. Auf jeden Fall zeigst du mir heute alles und... Du bewertest, sagst deine Meinung dazu. Und danach bewertest du auch meine Ohrringe. Nein, ich danke dir. Die Szene. Scheiße, will ich mir nicht angucken. Oh ja, das ist ja nett. Die legen dann nochmal hier. Und so? Wie? Peugeot? Peugeot, genau, bei Peugeot. Nein, bei Peugeot. Ach, was für ein Schmutz. Nicht Peugeot. Ja, wenn Peugeot. Da reingeht, allein die Luft da drin. Ich kaufe nichts bei Peugeot. Ich kaufe nur bei Rolex. Ja, wahrscheinlich. Ey, ohne Scheiß, muss ich mal kurz erzählen. Geh mal kurz was. Ja, im Monte auf jeden Fall Outfit am Matchen, bis auf das blaue T-Shirt. Ich würde fast tippen, es ist das Peso-T-Shirt, weil er das sehr gerne trägt. Ja, farbliches Akzent. Lassen wir mal so durchgehen. Leider der Hund. Der Hund ist jetzt hier seit gefühlt 20 Minuten an meiner Tasche. Und ich habe die Tasche schon ausgekreppelt. Da ist nichts drin. Check's uns mal langsam, Hund. Man sieht ihn nicht, der ist zu schwarz. Der ist zu schwarz. So. Also, wir fangen jetzt an. Zeig mal dein erstes. Wir können ja mit dem... Ja, ist das Peso-T-Shirt aus der Sterling Leather Kollektion. Ausverkauft seit über einem Jahr. Wegen Monte. Nein, Spaß. Okay. Ja, mit den Dingen anfangen, die du schon mal gesehen hast, das sind ja. Ja, okay. Ist ja jetzt hier. Du hast mir auch bestimmt schon mal gesagt, wie teuer es ist, aber ich hab's vergessen. Ja, warte mal, ich finde die Öffnung nicht. Kennst du das noch? Ich finde die Öffnung nicht. No sexual an der Stelle. Dass du die Öffnung nicht findest, das kenne ich noch, ja. Ja. Okay. Wir hatten denselben Gedanken. Wir sind Brudis. Ja, das war langweilig. Hier gezogen. Fangen wir an mit meiner Kette. Danke für die gute Die ist bestimmt schwer. Kann ich die auch mal umhängen? Nein. Warum nicht? Ja, von mir aus häng die um. Und ist das die Kette, die du haben wolltest, weil das so eine ähnliche war, wie du bei Bones mal gesehen hast? Ja, ja. Da wurde er geinfluenced. Ja, ne? Aber die, das ist nicht meine erste Kette. Ich habe damals, da haben wir dann drüber gelacht, als wir, ich habe damals Bones geschrieben, wo er seine Ketten hat, wo er sich die anfertigen lässt. Ja, moin, er hat es erst 2 Jahre später dann gelesen. Was sagst du? Ja, die steht hier nicht. Würde ich aber auch sagen. Hä, hab ich die nicht schon mal... Ich hab doch mal außerdem eine Kette von dir auch umgehabt, als wir unterwegs waren. Dann bin ich nach Hause gefahren und hast du mich voll panisch angerufen. Meinst, komm sofort her, du hast noch meine Kette. Ja, das war die Kette. Also rate einfach mal, was der reine Goldwert von der ist. Leute, Goldpreis schätzen, da bin ich nicht der Fitteste drin, würde ich sagen. Natürlich, hier das Gehäuse der Richard Mill ist auch... Ich habe Marc so gefragt, das ist Gold, richtig? Ja, da liegst du Gold richtig, sagte er. Nein, Spaß, aber einfach mal wieder Kacke labern. Nee, ja, was kostet die Kette? Ich sage mal 7K, 8K. Entweder ist es jetzt viel zu viel oder viel zu wenig, ich weiß nicht. Ungefähr, der reine Gold, ja, einfach der reine Goldwert. Wenn du sie jetzt einfach zum Einschmelzen... Wie viel ist das denn? Ist das ein halbes Kilo? Nee, ne? Nee, nee. Nee, 300 Gramm würde ich mal tippen. Wenn du kaufen würdest. Hm. Aber was ist das hier? Das ist Silber. Weißgold. Hm. Ich glaube, ich liege voll falsch, wenn ich jetzt rate. Ja, deswegen redest du ja. 5000 Euro. Weniger. Weniger? Weniger? Ja. Nein, mehr. Ah, ich dachte schon. Okay, sie hat 5000 gesagt. Ich habe 7000 gesagt. Das heißt 1:0 für den... Ihr wisst es. Ich wollte gerade sagen. So um 9000. Oh, da lag ich ja gar nicht. Ich habe ja gesagt 7.000, 8.000. Da lag ich ja gar nicht so weit entfernt. Wie viel hast du dafür bezahlt? 14.000, 15.000 habe ich bezahlt. Ja. Wie findest du die Uhr her? Hier, zack, zack. Die Uhr finde ich schön, ich kriege die nicht zu. Der Hund liegt halt wirklich noch immer noch in meiner Tasche. Und das ist eine Rolex Submariner. Nein. Nee. Mann, was denn? Steht doch sogar auf den Ziffern. Ja, eine Daytona. Ist da... Per...
Ja, Bro, ich fühle dich auf jeden Fall. Das ist der Wundername. Genau, Oyster per P, genau. Rolex. Daytona. Die dir nicht. Doch, warte mal, die mal her jetzt hier. Wie findest du sie denn? Die finde ich schön, kann ich Digga, das, behalten. steht das da wirklich drauf? Ich war der Meinung, das stand immer. Bei den anderen Modellen steht das. Aber die ist doch schick, ne? Grün Ziffernblatt. Ach, da steht's. Ja. Leute, was kostet die nochmal? Ich glaube 40. Sagen wir 43. Kann ich die Uhr behalten vielleicht? Nein, Mal gib ausleihen. mal wieder helfen, so machen wir Wir könnten jetzt. tauschen gegen meine Uhr. Die ist Ja. auch von Vielleicht ein Rolex. anderes Mal. Die ist auch von Rolex. Wie findest du die? Sehr gut. Rate, wie teuer? 200 Euro. Ey, Monte eigentlich so redet so voll asozial mit der, aber das ist so lustig, weil so das ist deren Humor. Also er ist jetzt nicht disrespectful so, sondern so, das ist halt deren Art, glaube ich. 200. Der Schätzboss. Darf man das denn jetzt alles sagen, wie teuer das ist und so? Ja, klar. Warum darf man das denn nicht sagen? Weiß ich nicht. Was habe ich für die Uhr bezahlt? 30.000. Nee. 20.000. Nee. 8.000. Nein. What the fuck? Einfach mal weniger werden. Ja, 8.000 für eine Gelb-Gold-Daytona mit grünem Ziffernblatt. Genau. Weniger oder mehr? Mehr. 40.000. Nee. Weniger. Nein. Mehr? Ja. 50.000. Nee, weniger. 45.000. Ja. Für eine Uhr. Ja. Da lag ich mit 43 ja wieder sehr gut. Also es steht 2:0 für den Schätzboss. Ach, Anna. Ich muss sagen, meine Uhr, die hat 200 gekostet, sieht genauso schön aus. Ja, die kann das Gleiche. So, was muss eine Uhr denn mehr können als die Uhrzeit ablesen? Frage ich mich jetzt. Wie deine, für 45.000. Kommen wir zu meiner allerersten Goldkette. Ja, wie bist du noch eingepackt? Die ist gerade frisch aufbereitet worden. Das ist deine allererste, Meine ne? allererste Goldkette, die ich mir über eBay gekauft Von habe. vor 2 Jahren oder so. Okay, wenn er seine andere für 14 gekauft hat, ich glaube, die andere war teurer und damals war der Goldpreis noch nicht so hoch, würde ich sagen, hat er für die hier 10 bis 11 bezahlt. Ach so, und wenn man jetzt rein den Goldwert wieder schätzt, würde ich dann sagen 6K. Ja, so ungefähr. Reiner Goldwert, was soll ich so sagen? 5.000 Euro. Nee, ich weiß es nicht. Also so um die, ich glaube, um die 8.000 Euro. 3-0. Reiner Goldwert müsste die sein. Wir wollen kurz anmerken, dass die Sachen nicht bei dir zu Hause liegen. Also einfach lohnt sich nicht. Nee, nein, das ja? geht nicht. Ich habe die heute aus dem Schließfach geholt. Müsste die Bank überfallen, wo die Sachen liegen. Bank oben oder? Ich muss dazu sagen, ich habe mir die Reaction von Unge auf meine neue Uhr natürlich angeschaut und Simon meinte da so, boah, da hätte ich viel zu viel Angst, dass mir die eine abzieht. Erstens, ich laufe eigentlich nie alleine rum. Zweitens, ich laufe nie durch irgendwelche weirden Gassen oder so, sondern nur immer durch. Also wieso sollte ich halt, ne, in so Gassen rumlaufen? Drittens, die Uhr ist versichert. Seit vorgestern von euch aus gesehen. Das heißt, wenn einer kommt, her mit der Uhr, dann sag ich, bitte nicht. Und wenn er sagt doch, dann werde ich mich nicht erschießen lassen, sondern muss sie leider rausrücken. Aber no problem, Bro. Nein. Also ich finde die Kette schöner. Die Kette findest du schöner als Ja. die hier? Nee, ja. Nee, findest du nicht. Erstmal finde ich sie schöner, weil es deine erste war und du dir das dann leisten konntest und das voll Was den Besonderes war. besonderen Wert hat. Ja. Das stimmt, da hast du recht, ja. So. Die Uhr kennst du, glaube ich, nicht. Das Letztens war doch so ein Typ bei dir drin. Ja. So ein Typ, Mark. Genau, Bauer. Da hast du die gekauft? Ja. Wie hieß der nochmal? Mark. Mark, genau, der gerade Brain Lag gehabt. Rolex. Die kostet, sage ich mal, einen guten Preis, sage ich mal, 28. Date. Ist Genau. das der Modellname? Ja, genau. Das ist der Modellname in Vollgold auch. Das sieht ja auch aus wie eine Operuhr, finde ich. Schon. Wie eine Operuhr? Auf gar keinen Fall. Das ist so ein Klassiker. Also, sieht eher so mafiamäßig aus. So Vollgold Day-Date ist halt schon wirklich immer so ein Statement. So. Hier mit Uhr, ne? diesem? Die Präsidentenuhr. Ja, das ist die Präsidentenuhr. Wer sagt das? Alle? Rolex sagt das? Was sagt man so? Weißt du, was ich voll komisch finde? Also, Was? einfach eine stinknormale Uhr. Die ist so teuer wie mein Auto gewesen. So, Ja. das ist einfach irgendwie krank. So, aber du musst, ich habe sie mir nicht geholt, um zu flexen. Nee, aber es ist ja auch schön, wenn man sich das dann leisten Die kann. ist ja jetzt komplett neu und das ist ein eingestelltes Modell. Das heißt, die liegt jetzt 5 Jahre im Tresor und ich hoffe, dass wenn ich sie nach 5 Jahren dann raushole und vielleicht mir etwas kaufen möchte, dass sie vielleicht 10.000 mehr wert ist, 5.000. Also Also, trägst du ja. ja, aber ich finde, die kann man auf jeden Fall auch tragen. Also die passt sehr gut zu Monte. Wisst ihr noch, bevor er sich die gekauft hat, irgendwie eine Woche vorher habe ich noch predicted, habe ich noch gesagt, boah, so eine Daydate würde auch gut zu Monte passen. Und dann hat er sich tatsächlich eine gezogen. Das hat mich in meinem Styleberaterherz auf jeden Fall sehr befriedigt. No homo. Nein, habe ich noch nie getragen. Ich hatte damals gefühlt deinen Arsch verkauft für 30.000. Ja,
Ehrenmann. Du hättest meinen Arsch noch verkauft für 100 Euro oder 200. Ja, ein Tausender. Damit du ein bisschen Gras und Miracoli kaufen kannst. Und fünf Stäbchen und Pommes. Hier, dann zeig dir mal meinen allerersten Ring, den ich mir... Ja gut, ich wollte den Preis von der Uhr jetzt eigentlich eh nicht aufgelöst haben. Ja, gekauft hast. Wo sind eigentlich die drei Ringe, die ich dir geschenkt habe? Die sind zu Hause. Wo? Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe Marcel schon drei Ringe geschenkt. Und die waren damals voll teuer. Der hat 200 Euro gekostet. Den habe ich extra anfertigen lassen. Mit so einem MB für Montana Black. Ja, verloren, tut mir leid. Alle drei Ringe hat er verloren. Der hat gekostet 1000 Euro. Nee. Nee, ich glaube weniger. Ich sag 700. Ich glaube 2500. Boah, was? Okay, sorry. Boah, 3-1, okay. Aber das mit der Day-Date hätte ich gewonnen, wenn wir das aufgelöst hätten. Das sein und das ist aber auch viel zu viel. Wie findest du meine Ringe? Schick. Aber rat mal, wie teuer die waren? Alle 10 Euro. Nee. Nächste Uhr, meine erste Rolex. Pass auf, die sitzt relativ locker. Das ist eine... Boah, eine Submariner, ich weiß den Preis echt nicht. Ich sag mal, Submariner ist eigentlich so ein klassisches Modell. Dass ich das jetzt nicht weiß, ist eigentlich peinlich. Aber ich sage mal... 24. Rolex Submariner mit einem blauen Ziffernblatt. Genau. Ist schön. Würde auch jetzt zum Outfit besser passen als die mit dem grünen Ziffernblatt. Monte. Die Uhr finde ich am schönsten. Die magst du am liebsten? Von allen. Im Vergleich zu der auch mit dem grünen? Ja, also ich stimme dir dazu, weil ich sag dir auch ganz ehrlich, ich finde auch das blaue Ziffernblatt mit dem Gold kommt halt extrem geil. Die Daytona mit dem grünen Ziffernblatt ist auch super schick. Aber auch wenn ich sie jetzt nochmal so gerade mal angucke, so. Ich finde die schön. Ja, ist tatsächlich eine sehr schöne Uhr. Die ist schon echt schick. Haben wir jetzt Oha hier. Gut, den Preis wollte ich jetzt auch nicht aufgelöst haben. Den habe ich noch nie gesehen, echt. Ich gucke jetzt aber mal nach, wie viel die kostet. Chrono 24, was sagen die? Ja, da lag ich mit meiner Preiseinschätzung jetzt nicht so geisteskrank weit von entfernt. Der ist ja richtig geil. Boah, iced out auf jeden Fall. Ich sage, der Ring hat 2,8 gekostet. Oder 3. Ja, dann mal Level iced out Ring. Du hast nämlich einen anderen Ring. Aber ja, warte mal. Ich, ne? Mach mal ab. Der Ring ist richtig geil. Findest du den geil, oder? Ja. Oh mein Gott. Iced out? Weiß ich nicht. Also warum Monte sich den anfertigen lassen hat, wenn er iced out doch so hatet. Ja, der ist komplett krank, einfach der Ring. Aber ich sag ehrlich, ich möchte mir nie wieder so holen. Hab ich mir... So als ich dachte kurz, mein Handy hätte... Eines, ja, für mich einfach geholt. Den hast du ja noch nie getragen. Hab ich noch nie getragen, der passt mir nicht mal. Get off my level. Die habe ich auch. Ja. Okay, Preise raten wird heute nichts mehr, Leute. Falls das jetzt der letzte Preis war, der erraten wurde, es steht 3-1. Danke. Aumedas, okay. Audemars Piguet hat er sich auch noch geholt. Also Monte war sehr motiviert. Royal Oak. AP. Kürzt man auf AP ab. Audemars. Boah, ey, gar keine Ahnung, wie viel die erstens in Gold kostet. Und dann noch, wenn es halt nicht das Standardmodell ist, sondern das hier. Ey, keine Ahnung, 40? Piguet, Audemars. Ne, AP Royal Oak in Kupfer, voll, also Rosé Gold. Ja. Vollgold, auch eingestelltes Modell. Ey, die kenne ich auch noch gar nicht. Eine Sonderanfertigung. Ich get on my level Kette. Die finde ich cool. Die Ketten von ihm sehen zwar irgendwie fast alle gleich aus, aber die finde ich auch cool. Ja, die Preise werden die jetzt wahrscheinlich eh nicht schätzen. Ja, Schluss, ne? Ja. Ich finde die cool. Überall ist halt mein Logo. Ich erinnere mich, wie das angefangen hat mit dem Logo. Krass, wirklich krass. Hat auch mein Juwelier, der mir diese Kette hier gemacht hat, der hat die Kette auch gemacht. Grüße an Keno. Logo und alles, das ist einfach so eine Sache, wo das drauf ist. Ja, das stimmt, ja. Aber du musst ja so sehen, alles, was man hier gesehen hat, hat ja einen gewissen Grundwert. Also safe. Mir haben auch Leute geschrieben so, ey, bist du dumm, Alter, wie kann man über 80 für eine Uhr ausgeben? Leute denken dann, also es gibt Leute, die denken, wenn man das ausgibt, dann ist das weg. Nein, das Geld ist nur geparkt. Man kann das, wenn man die Uhr wieder verkauft, kriegt man das ja wieder in einem ähnlichen Preisbereich. Wenn man nicht sogar Gewinn macht, so. Du bezahlst zwar dafür viel Geld, aber du kannst dir das Geld zumindest immer zu 70-80% wiederholen meistens. Hey, ich bräuchte so eine Lupe, damit ich das richtig angucken kann. Ne? Ja, theoretisch gesehen schon. So, jetzt kommen wir zum letzten Teil. Ich bin stolz auf dich. Danke schon. Machen wir zu? Ja, das war aber jetzt sympathisch. Nein. Bitte! Aber die Kette ist mega leicht und der... Der Anhänger, also ich habe den Anhänger schon zusammengetragen mit der Kette, da kriege ich echt nackt verschwunden, oder was? Ja. Auf Ami-Rapper-Style angelehnt. Also wenn die Kette auch Vollgold ist, dann kostet das Ganze weit über 15.000 Euro. Weißt du, was ich jetzt noch machen will für Thumbnail? Was? Ich habe alle Ketten um und eine Uhr und einen Ring. Nee, und einen Ring. Oh. Doch! Oh nein. Bitte!
Kette. Nee. Warum nicht? Nee. Und das wäre doch ein cooles Thumbnail. Nee. Warum nicht? Nee, weil ich die alle... Nee. Ja, dann will ich die noch mit den Controller. Nee, wir halten einfach ein paar... Willst du nicht erstmal eine Verabschiedung machen? Ja, gleich. Ja. Aber was soll ich sagen? Ja, tschüss werden alle. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch findet, dass man einen Dachschaden hat oder so viele Ketten und Uhren hat, von denen man sich 20 Autos kaufen kann, lasst einen Daumen nach oben da. Okay Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir sehr gerne ein Like da. Und der Schätzboss hat natürlich wie immer dominiert. Haut rein, wir sehen uns morgen wieder. Peace.